Jo Leute, was geht? Freunde, ihr habt es euch gewünscht, heute muss ich es tun. Ich muss heute das Spiel Baby in Yellow spielen. Für die, die es nicht wissen, das ist, Leute, ein Horrorspiel. Und wir sind heute als Babysitter in diesem Apartment unterwegs und heute sollen sehr, sehr gruselige Sachen stattfinden. Und das allererste, was wir machen, ist, Leute, oben links steht's, wir müssen das Baby füttern. Deswegen holen wir erstmal eine Flasche aus dem Kühlschrank. Ist das der Kühlschrank? Nee, das ist der Ausgang tatsächlich. Aber guckt euch dieses Baby an, Leute. Das ist ein Dämon. Ihr habt es in GTA 5 gesehen. Dieses Baby ist einfach ein Dämon. Und Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt. Und wenn ihr vielleicht andere solche Horror-Minispiele haben wollt auf diesem Kanal, dann zeigt sie mit dem Daumen nach oben da und vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren. Ist hier die Küche? Nee, das ist das Bad. Okay, da muss das muss die Küche sein. Genau, so, okay. Hier ist wohl, ich wollte schon sagen, im Ofen ist das Fläschchen jetzt nicht. So, dann nehmen wir hier diese Flasche und fang, Baby, fang. Na los, fang die Flasche. Na los, hier, nimm die Flasche. Du warst so frech in der GTA-Episode. Na gut. Ah, jetzt lacht sie, Leute. Jetzt lacht das Baby und es hat sich in die Hose gemacht. Okay, dann bringe ich dich jetzt wahrscheinlich in die Wiege, ne? Hör auf, mich so anzulächeln, okay? Ich weiß, dass sie, das ist super creepy, dieses Baby, Leute. Ich sag's euch. So, okay. Oh, was ist das? Eine Seele, die vom Baby in Gelb gefangen worden ist, wieder frei. Das Baby hat Katzen in Seelen verwandelt? Ah, okay. Dann nehmen wir... Wo ist das Baby? Baby, da bist du ja! Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht bewegen, okay? Hier! Zieh dir die Windeln selber an! Ich geh da mal! Tschüss! Ich geh jetzt nach Hause! Das Baby verhält sich nicht so, wie ich möchte, okay? Ich geh jetzt hier nach Hause. So. Dann rufen... Wie bin ich hier überhaupt hochgekommen? Ich muss hier raus. Oh, wir haben Briefe. Vielleicht soll ich doch wieder reingehen. Das sieht mir ja aus wie so ein... Naja, es ist jetzt kein Hotel oder so. Kann ich das Paket aufmachen? Oh, Leute, ich muss da wieder rein. Ihr habt es doch gerade gesehen, das Baby hat sich teleportiert. Hat es gerade die Augen? Weiß nicht, was mit den Augen ist, aber es guckt mich so creepy an. Baby ins Bett bringen. Okay, dann bringen wir das Baby ins Bett. Hoffentlich wirst du jetzt endlich mal ein artiger kleiner Junge. Oder ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich sag's einfach, das ist ein Junge. So, hier. Oder... Oh, warte mal. Du spielst gerne Basketball, ne? Hier. Oh. Oh, sorry. Sorry, sorry. Das war daneben, mein Freund. So. Junge. Let's go! Let's go! Was lächelst du? Was lächelst du, Baby? So. Großkopfmodus freigeschaltet. Leute, irgendwas ist mit diesem Spiel. So, gute Nacht, Baby. Für dich gibt's hier kein Licht, okay? Du schläfst heute im Dunkeln und ich hoffe, dass ein Monster unter deinem Bett ist. So, auf Eltern warten, auf das Sofa setzen. Na, dann machen wir das einfach mal. So, dann setzen wir uns aufs Sofa und gönnen uns heute ganz entspannt ein bisschen Fernsehen. So, okay. Oh, ich hab da eine Katze verpasst. Da war eine Katze. Okay, so. Oh nein, das Baby schreit. Das Baby schreit. Ja, Baby. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah. Leute, ich habe Angst, dass das Ganze gleich... Die Tür ist gerade von selbst aufgegangen. Die Tür ist... Oh mein Gott, wer hat die Tür aufgemacht? Hallo? Ist da jemand... Wo ist das Baby hin? Wo ist das Baby? Spielzeugkiste verriegelt. Drei weitere Seelen befreien. Wo ist denn das Baby? Träumen wie ein König, Band 2. Leute, wo ist das Baby? Baby ins Bett bringt schon wieder. Wo ist es, Leute? Baby! Da bist du ja! Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht teleportieren. So, du musst ja schon zum zweiten Mal aus dem Bett rausspringen, ne? So, du gehst da jetzt rein, Licht ist aus, Tür ist zu, ich verschließ die sogar. So, mit Schlüssel. Okay, dann setzen wir uns aufs Sofa. Leute, dieses Baby... Oh mein Gott. Baby? Baby? Hör auf, mich so anzulächeln! Hast du die Tür gerade aufgemacht? Das war der? Was lächelst du? Was lächelst du so? Gott, das ist verrückt, Leute. Digga, ich sag dir eins, ich habe keinen Bock auf das Spiel. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf. Wir setzen uns aufs Sofa. Wir suchen erstmal nach drei weiteren Seelen. Hier müssen noch irgendwelche Katzen rumliegen. Oh, oh, nein, 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 nein. Ich mache das Licht wieder an, Leute. Ich mache auf gar keinen Fall das Licht hier aus. Ah, perfekt. Spülen. Einmal spülen. Was ist das für eine realistische Spülung? Naja, wir setzen uns mal aufs Sofa, Leute. Chillen erstmal.
Ja, ganz entspannt. Okay, bisher ist noch nicht so viel gruselig. Bis auf ein paar Türen, die aufgegangen sind. Let's go! Wir sind durch die erste Nacht gekommen, Leute. Nacht Nummer 2. Okay, ich glaube, jetzt wird's intens. Baby füttern, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Erstmal muss ich wissen, ah, hier ist ein Schlüssel. Oh, wo führt er mich hin? Ah, frag mich wo. Ah, da ist das Baby. Hast du zu viel Fernsehen geguckt? Ja, was läuft denn da im Fernsehen? Warte mal. Warte, Baby. Ich muss erstmal kurz einen Trickshot machen. Babywurf! Babywurf! Nein, sorry. Ja! Let's go! Okay. So. Wofür ist der Schlüssel, frage ich mich. Irgendwofür muss dieser Schlüssel sein. Naja, gut. Dann nehmen wir mal, Leute, Essen bringen wir aus dem Kühlschrank und, wer hat das Licht ausgemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Warst du das? Wie hast du es geschafft, von diesem Ding dich auf den Stuhl zu setzen? Baby, im Ernst. Baby zum Wickeltisch bringen. Baby, ich sag dir, wenn du jetzt noch einmal das Ding abziehst, wenn du es jetzt noch einmal abziehst, weißt du was? Ich mach dich hier. So. Weißt du was? Bevor ich dich auf den Wickeltisch... Guckt euch mal in seine Augen. Was sind das für Augen? So, hier. Baby. Oh nein, ich kann es nicht aufnehmen. Ach Mann, ich wollte dich gerade nicht... Na gut. Oh, was jetzt? Ach so, ja, fliegende Windeln. Fliegende Windeln, wie lustig du bist. Was für ein lustiges kleines Baby. Das ist einfach eine fliegende Windel. Okay, dann holen wir mal die Windel. Wo ist die reingeflogen? Wo ist die... Werden diese Zimmertür jetzt aufgemacht? Oh mein Gott, Leute. Warum? Warum... Was ist das, ein Talisman? Warum zwingt ihr mich, Leute, dass ich dieses Spiel spiele? Okay. Run? Die hat gerade Run gesagt. Okay. Was ist dieses Talisman? Talisman und Nutzung für die Erziehung. Yo, für die Erziehung. Okay, so. Das Baby müsste wahrscheinlich noch auf dem Wickeltisch sitzen, oder? Hoffentlich. Da bist du ja. So, okay. So, um nur mal sicher zu gehen, du sollst da rein. So. Jetzt spülen wir dich. Ja, das hast du davon. Weißt du, was ich noch machen kann? Oh! Alter, treibt es nicht zu hoch, dieses Spielchen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin raus. Ich bin raus. Habt ihr die Augen gerade gesehen? Das sind... Das hatte gerade rote Augen. Ich könnte schwören, dass dieses Baby gerade rote Augen hatte. So. Ja. Ich schmeiß dich in den Ofen. Hier, pass auf. Nein. So, jetzt mal den Ofen zu. Aha. Let's go. Bam, Junge. Das hast du davon, dass du so böse warst gerade. Was war das gerade, Leute? Dann bringen wir das Baby mal ins Bett. So, wir hatten die Tür wieder schon hier abgeschlossen. Keine Ahnung. So, Licht ausmachen. Licht ist aus. Das war's, Baby, für dich, okay? So, wir gehen jetzt hier nach Hause, Leute. Chill mal. Ah, chill mal aufs Sofa sitzen. Ja, ganz entspannt. Okay, Nacht Nummer 2. Entspannt. Ganz entspannt, Leute. Oh mein Gott. Wir sind jetzt schon in Nacht Nummer 3. Wow. Vielleicht ist das ja doch nicht so ein gruseliges Spiel. So. Hä? Warte. Wir starten in Nacht Nummer 3 und ich soll mich aufs Sofa setzen und chillen. Warum soll ich denn das jetzt machen? Das Baby schreit schon wieder. Baby, wie oft soll ich dir es noch sagen? Ja, was ist denn jetzt schon los? Licht, du bist jetzt okay. Okay, guck mal. Wir hatten eine schwere Phase, mein Freund. Weißt du? Aber du kriegst jetzt von mir noch eine letzte Chance. Wenn du jetzt dich gut verhältst und wir die Nacht ohne Jumpscares aushalten, dann werde ich dich nicht mehr in den Ofen werfen, okay? Verstanden? Ist das ein Deal? Ist ein guter Deal, okay. So, dann machen wir Licht aus. Gute Nacht, Baby. Ich hoffe, dass wir heute eine entspannte Nacht haben. So, okay. Dann machen wir uns etwas zu essen, Leute. Vielleicht mal ein Käsebrot. Wir machen... Oh mein Gott, was... Feed me. Fütter mich. Baby füttern, du Monster. Was? Warum soll ich denn da jetzt... Oh mein Gott. Ach, da ist eine Katze noch oben. Okay. Wir haben noch eine Katze, die fehlt, Leute. Ich will unbedingt wissen, wo die ist. Übrigens, wir hatten das Licht hier ausgemacht. Oh mein Gott, es ist ja noch dunkler. Okay, na gut. Dann gehen wir eben jetzt in den Kühlschrank, Leute. Also normalerweise ist ein Kühlschrank nicht so tief. Okay. Ich will mich nicht umdrehen. Okay, alles gut. Alles gut, Leute, alles gut. Oh mein Gott.
Oh nein, das Baby schon wieder. Wait, what? Wo sind wir denn jetzt plötzlich? Hä? Hä? Okay, Baby. Jetzt chill doch mal. Chill doch mal. Kann jemand das Licht hier anmachen? Ach, das... Oh, es ist doch gruseliger. Okay, dann bringen wir dich eben auf das... Dann, ja, ich bring dich jetzt. Ich bring dich jetzt zum letzten Mal auf den Wickeltisch. Wie kann man so oft sich in die Hose machen? Meine Güte, ey. Hier, nimm... Oh! Junge! Im Ernst! Oh mein Gott. Talisman der Eltern von oben holen. Da war noch ein Talisman. Lauf! Wie kann ich laufen? Ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Hier war das noch. Hier. Mit Talisman Exorzismus beim Baby durchführen? Okay. Baby. Alter. Ich hab's dir gesagt. Du weißt, was das heißt. Ja, keine Jumpscares. Hier. Rein da. So. Oh mein Gott, das sieht noch gruseliger aus. Genau. Das hat man davon. Jetzt lacht es wieder. Leute. So gruselig. Dieses Spiel, Alter. Das ist ja gruseliger als Huggy Wuggy. Oh mein Gott, Alter. Was soll denn das? Ich soll da jetzt rein. Ich beruhige das Baby. Was passiert jetzt? Leute, was passiert hier? Gute Nacht. Habe ich verloren? Flucht freigeschaltet. Folge dem weißen Kaninchen und entkomme mit dem Baby. Oh mein Gott. Nacht Nummer 1? Aber das ist jetzt ein DLC. Leute, ich weiß nicht, ob wir weiter zocken. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Da ist es schon wieder, dieses Baby. Okay, na gut. Tschüss, Baby. Ich gehe da mal nach Hause. Hat mich nicht gefreut. Oh, der Aufzug funktioniert. Wir können jetzt endlich durch den Aufzug gehen, Leute. Flasche aus dem Kühl... Oh, wartet mal kurz. Das Baby möchte noch gefüttert werden. Weißt du was? Letztes Mal kriegst du noch von mir was zu essen. Ein allerletztes Mal. Aber nur deswegen, ja, weil ich versuche hier abzuhauen. So, Baby wickeln. Warte. Es ist genau das gleiche, was gerade war. Okay. So, ich werde das Baby nicht füttern. Ja, ein ganz normaler Aufzug. Ist ein ganz normaler Aufzug. So, dann fahren wir jetzt runter. Leute, wir hauen jetzt ab. Pikmans Wahnsinn. Armes kleines Kaninchen. Oh nein, das ist das DLC, was wir jetzt spielen. Okay. Okay, Leute. Das wird jetzt eine ganz entspannte Fluchtnummer. Hoffentlich wird es nicht so gruselig wie bei Huggy Wuggy, diese Schacht, wenn man durch den Schacht läuft. Oh, der Aufzug. Der Aufzug stürzt ab. Nein, das wird nicht mein letzter Moment sein. Nein, nein. Oh mein Gott. Alter. Dem weißen Kaninchen folgen. Ja, okay, dann machen wir das mal. So, hier geht's doch raus, ne? Das ist der Ausgang also. Ist das ein Hotel? Weil ich meine, so viele Apartments, wie man hier hat. Oh. Du schon wieder! Der lässt mir keine Ruhe. Jetzt muss ich... Ich muss den Schlüssel holen. Ah, ja, schön. Okay. Das ist eine ziemlich schöne Wohnung, muss ich sagen. Also... Real Talk. Klaviermusik nehmen. Huh. What? Wo ist denn das Baby jetzt? Baby! Ich versuche hier gerade, was auch immer zu tun. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel! Sag's nicht nochmal. Gib mir jetzt den Schlüssel, Baby. Gib mir den Schlüssel! Ich weiß nicht, ob ich hier das richtig mache, aber ich glaube, das war das falsche Stück. Okay, hier ist dann das dritte Papier. So. Ach so, das ist gar kein Notenblatt. Ich sehe es gerade, das ist gar kein Notenblatt. Hier muss noch irgendwas sein. Ist das? Oh, wow. Ja, das ist es eindeutig. Vielleicht muss das Kind ja ein bisschen Klavier bekommen. So. Okay. Hier, genieß mal. Ich spiele für dich Klavier. Dafür, dass du mir keinen Jumpscare machst. Ist das gute Musik? Gefällt dir das? Ja? Oh, es ist hingefallen. Jetzt gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel, Baby. Ich sag's nicht nochmal. Ist das ein Schalter? Wo? Ach so, hier ist ein Knopf. Oh Gott. Oh nein. Leute, wer hat diesen Tunnel gebaut? Ich will nicht. Ja, ich will das nicht. I don't want that.
What? Okay. Was sind das für komische Geräusche? Okay, so. Dann laufen wir da mal. Das ist nicht witzig. Das ist alles andere als witzig, Baby. Aber ich sag's dir wirklich. So, hier. Nimm die Platte. Hier. Hast du deine Musik? Ah, ja. Schön. Nee, keine Musik für dich, Baby. Okay. So. Dann hier. Kann ich ihm den Schlüssel nehmen? Haha, ich hab den Schlüssel hier genommen. Jetzt bin ich weg. Ich gehe. Ich gehe. Ich weiß übrigens nicht, wofür war der Schlüssel am Anfang des Spiels eigentlich? Da war doch... Sollte vorzugsweise der Aufzug funktionieren? Ja. So, ein Mist. Ein Stromausfall. Ist hier irgendwo Strom? Ich glaube, hier muss irgendwo Strom sein. I don't know. Ey, Leute. Ah, hier ist es doch. Okay. Hier ist ein Stromkanister. So. Sicherung nehmen. Ja, bestimmt ist irgendeine Sicherung ausgefallen. Okay, das braucht lila. Das braucht blau. So. Das blaue kriegst du hier. Und... Wow, what? Ah, hier. So, dann nehmen wir das hier. So. Baby. Du hast gerade die blaue Sicherung rausgenommen. Gib sie her. Ja. Egal, ich habe noch eine neue. Ich kann hier noch eine neue rausholen. Weißt du, du bist ganz, ganz witziges Baby, okay? Das weißt du schon. Ein ganz witziges Baby. Ey, im Ernst, jetzt, das ist echt nicht witzig. Jetzt hol's. Gib her. Ey, das ist nicht witzig. Was ist das? Das ist irgend so ein Schloss, Leute. Ja, wein nur in die Ecke mit dir, in die Ecke. Okay. 4, 3, 1, 7. 4, 3, 1, 7. 4, 3, 1, 7. Okay. Baby am Klauen der Sicherung abhindern. Genau, Baby. Du kommst jetzt in den Schacht rein. Tschüss. Es ist weg. Was macht das für Geräusche? Baby? Alter, das ist so ein gruseliges Kind. So, jetzt haben wir Strom. Okay, jetzt können wir in den Aufzug. Oh nein! Was ist jetzt schon wieder los? Oh mein Gott. Das ist... Es hat rote Augen. Ich hab's euch gesagt. Es hat rote Augen. Das Baby hat rote Augen. Das macht mich wahnsinnig. Dieses Baby macht mich wahnsinnig. Guck mal, es guckt mich an. Ich gehe jetzt. Ich hau ab. Hier. Nimm das. Nimm meinen Daumen. Nimm meinen Zeigefinger. Was machst du? Oh, was ist jetzt los? Leute. Oh, oh mein Gott. Ah! Ich war gerade in Schockstarre. Ich wusste nicht, ob ich laufen oder auf es warten soll. Oh mein Gott. Nein, Leute. Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich lauf. Oh. Schlüssel. Lauf. Oh mein Gott. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Mond. Mond und Dreieck. Lauf. Oh mein Gott, Alter. Raus. Nein, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Leute, bitte, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich muss mich dann sonst verabschieden. Ich glaube, ich muss... Mein Herz hält es nicht aus. Leute, ich habe gerade wirklich einen Puls. Oh nein. Wir sind schon wieder hier. Ich brauche noch eine Seele. Wo finde ich die denn jetzt? Hier sind so viele Schlüssel. Hier ist noch ein Schlüssel. Baby. Weißt du was? Raus. Hier. Raus. Hier im Ofen ist ein Schlüssel, im Kühlschrank. Ah, ist eine Flasche. Baby füttern. Nein. Lustig. Nein, mache ich nicht. Okay, wir brauchen einen Herzschlüssel. Okay, einen Herzschlüssel. Oh, Leute, wisst ihr was? Mit der Musik ist das Spiel eigentlich ein bisschen entspannt. Wo ist denn das Herz? Ach so, da war es ja. Stimmt, in der Vase. Habe ich voll vergessen.
Dim, 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 dim. Ich bin gleich weg. Baby, ich bin gleich weg. Wow, man kann die Züge nehmen? Das ist cool. Machen die einen was kaputt oder so? Weil... Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr das Spiel PT? Da bist du immer durch einen Gang gegangen. Immer durch denselben Gang. Ein müder Junge. Okay, dann bringe ich dich ins Bett. Wo ist denn das Zimmer? Wahrscheinlich... Ey, Leute, wisst ihr was? Das Baby hat übrigens so ein Pflaster am Knie. Das war ich. Leute, wo ist denn hier das Zimmer? Da. Du hast echt ein schönes Zimmer, Baby. Sehr schönes Zimmer. Ja. Ich finde die Special Effects da oben auch sehr cool. Muss ich sagen. Oh nein, es ist eine PT-Anspielung. Es ist eine PT-Anspielung. Nein, es ist genau der gleiche Raum. Ey, die Entwickler wussten, was sie mit mir machen. Die wussten es einfach. Warum muss ich dich eigentlich mitnehmen? Ich... Oh mein Gott, Alter. Junge, ich nehme dich nicht mit. Hier, weg mit dir. Ey, es schießt. Weg. Ich will dich nicht haben. Alter, das Spiel zwingt mich dazu, es zu nehmen. Von mir aus, dann nehmen wir dich mit. Okay. Es ist schon wieder das Gleiche. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Es ist wieder das Gleiche. Es ist schon wieder hier das Baby. Nein. Ach so, ich soll es nicht holen. Ja, aber es schießt doch eh durch den Boden durch. Es kommt doch eh wieder hier durch. Komme ich aus diesem Kreislauf raus. Hör auf! Ah, Leute, es schießt hier überall durch. Nein, ich bring dich nicht. Oh mein Gott! Wir kriegen einen Hinweis. Wir sollen das Baby mal nicht ins Bett bringen. Aber jetzt ist es sauer, oder? Das ist sicher sauer. Oh mein Gott, der Bildschirm ist anders. What? Was für, du bist schläfrig. Oh mein Gott. Ich darf es nicht angucken. Oh mein Gott. Leute, was passiert hier? Yo! Alter, ist das Slenderman? Hm. Muss ich nach oben? Ja, toll, das Baby hat jetzt auch ein schönes TV-Gesicht. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Fernsehen, fehlgeschlagen. Eieiei, das Baby ins Bett bringen. Okay, Leute, ich glaube, wir sind jetzt kurz vorm Ende des Spiels. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich laufe hier durch den Gang. Wir sind gleich am Ende des Gangs. Es ist gleich vorbei. Hört auf zu flüstern, Alter. Ist das hier ein ASMR-Video oder was? Okay. Da ist die Kreatur schon wieder. Oh mein Gott. Baby. Ey, ohne Witz. Was ist das? Warte mal kurz. Die haben doch gesagt, ich darf es nicht in die Wiege legen. Und tschüss, Baby. Oh, das war daneben. Und verabschiede dich. Tschüss. Was? Hey, das war die Lösung? Oh mein Gott, ich habe dazugelernt. Ich bin schlau. Oben links, Leute, steht verängstigt. Nein, ich bin nicht verängstigt. Ich bin überhaupt nicht verängstigt. Ach, das ist easy, das Spiel. Das ist ganz entspannt. Leute, was war das gerade für eine Puppe? Da hat mich eine Rabe angeguckt. Ist der Ausgang. Nein, das Spiel ist... Das Spiel ist leicht. Das Spiel ist leicht. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag doch, das Spiel ist leicht. Leute, chillt mal. Das ist voll easy, das Spiel. Da ist dieser Rabe, der mich angeguckt hat. Oh, das war da... Was? Nee, das war nicht das Baby. Oh mein Gott, hör auf mich. Hier. Willst du spielen? Nimm diese Schachfigur und spiel mit der, aber nicht mit mir. Nein, nicht mit mir. Oh mein Gott, da ist es schon wieder.
Es verfolgt mich wirklich. Ah! Oh nein! Oh nein! Warum zeigen die Pfeile jetzt in die Richtung? Nee, ich laufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Leute! Lauf! Raus! Lauf, kleines Kaninchen. Du bist nicht allein. Es wird andere geben. Haben's geschafft? Haben's geschafft? Oh mein Gott. Yes! Ja! Ja! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Leute. Das war's von diesem Video. Dem Meer demnächst im Jahr 2022. Leute, wenn das DLC kommt, wenn ihr wollt, dass wir das DLC spielen, wenn es rauskommt, smash den Like da. Bei 10.000 Likes wird es die nächste Folge geben. Ich muss jetzt erstmal zu meinem Therapeuten. Wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein von uns. Ciao.